Die will sich ja gegen mich kämpfen, oder? Ja. Dass sie mit jemandem verabredet und er kommt nicht, das geht ja mal gar nicht. Ich glaube, mit der Standardangel kann man sowieso nur Karpfen drauf fangen. Muss ich mal schauen, wo sind denn die Einstellungen? Ich kann doch sicher dieses komische Armband ausschalten, oder? Ziel, Teambox. Nicht ernsthaft, oder? Spitznamenfrage ausschalten, schon gut. Textfenster ein. Wow, das ist jetzt nicht die Wahnsinnsauswahl, aber. Na, nehmen wir die 14. Ja, ändern. Oh Gott, diese Poketch-Armband oder was auch immer das ist. Geht mir gar nicht ein. So standardmäßig einfach immer Akkord mal rauskommen. Aber ich glaube fast, es sieht ein bisschen besser aus als Pokémon Let's Go, oder? Oder täusche ich mich? Die Frage ist, kann ich wirklich nur mit der Angel nur Carpathos angeln? Ich glaube schon, oder? Nerps Knut. Was haben denn die alle für Namen? Wow, ein Carpathos. Im Ernst? Am besten wäre es, wenn er jetzt einfach mal 6 Carpathos reinwirft, die einfach gar nichts können. Ich glaube, ich wechsle. Der setzt sowieso noch Platsch an. Man muss es ja nicht unbedingt in die Länge ziehen. Das ist das beste Trainer überhaupt. Kann nur Platscher. Nichts geschieht. Wahnsinn. Und Carpathos geben halt einfach gar keine XP oder fast nichts. Daralini? Nö, weiterkämpfen. Mal auch gut wegwurzeln. Und sogar einen Volltreffer. So, mal schauen, wer als nächstes in unser Team kommt, nachdem wir die besiegt haben. Oh, Retina, okay. Also die Namen, what the fuck. Ach nö, schon wieder Pflanzen-Pokémon. Gib grad, oh no. Thank you.
bringt auch super viel den Angriff zu steigern, wenn man in der nächsten Runde down ist. Ich habe keinen Antidot, oder? Egal. Die tickt sie nicht weg. Oder tickt es jetzt weiter? Das kann natürlich auch sein. Was ist mit dir? In der Höhle blockieren viele Felsen den Weg. Mit der App VM-Attacke des Pokic kannst du sie vielleicht aus dem Weg räumen. Moment. Ich schau mal nach. Ja, Gestein-Gegner sind auf jeden Fall super für mich. Naja, komme ich nicht durch. Und wie ich direkt ein Gegengift bekomme. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Wenn ich sowieso in die Stadt zurück muss. Ich fange jetzt nochmal irgendein Pokémon. Das Team. Dann kann ich den EP-Teiler wenigstens gescheit ausnutzen. Na, dich habe ich schon. Und wir laufen weg, natürlich. Ich weiß gar nicht, was hier noch für Viecher sein könnten. Nicht, dass hier auch nur die Starterviecher rumhocken. Das wäre jetzt nicht so geil. Nee, abhauen. Macht keinen Sinn, ich finde schon irgendwo anders noch welche. Bevor ich mir jetzt das Antidot reinpfeife, schalte ich die Dinger einfach mal. Ist auch ein geiler Job, einfach mal als Clown rumzustehen. Na, wie sieht's aus? Ich sag schon, bist du in letzter Zeit stärker geworden? Ob ich auch stärker geworden bin? Also wirklich, sieht man das einfach nicht. Sicher bin ich das los, ich beweise es dir. Da haben sich die Augen wieder getroffen. Ach, der hat ja sowieso nur zwei. Wow! Hauptsache er wird gleich mal gewonshottet. Belast. Nach weiterkämpfen. Nicht übermütig werden, noch ist der Kampf nicht entschieden. Ah, ich glaube schon. Kriegst ein paar Klapse. Oh, das macht ja fast gar keinen Schaden. Er hat ein Pflanzen-Pokémon und setzt seine Standardattacke ein. Ist das im Ernst? Hm, jetzt klopft er sich auch noch hoch. Oh nein, komm schon. Oh nein, jetzt boostet er sich noch mehr hoch. Das könnte eng werden. Ja, könnte eng werden. Würde ich auch sagen. Besonders, weil ich noch zwei weitere habe. Wahnsinnstaktik. Das Unvermeidbare rauszögern. Er nimmt halt einfach mal fast gar keinen Schaden mehr. Ach, das reicht schon. Ich habe ja noch ein paar Backup-Pokémon.
Es wundert mich, dass er keine Pflanzenattacke einsetzt. Der müsste doch schon Igel sein oder so. Okay. Nice. Jetzt habe ich wenigstens ein Pokémon, was gegen Pflanzen auskommt. Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe. Wow, ich habe verloren. Aber eins sage ich dir, das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Ich werde mich zum stärksten Trainer mausern, den die Welt je gesehen hat. Ja, das glaube ich nicht. Als erstes knöpfe ich mir gleich mal den Arenaleiter von Erzelingen vor. Ich werde wie verrückt trainieren. Ja, viel Spaß dabei, würde ich sagen. So, ich gönne mir jetzt erstmal einen Trank. Gönn dir Plimpfer. Was gibt's hier für Pokémon? Irgendwas Neues oder dasselbe wie in den anderen auch? Ja, wieder nur ein Starter. Nein. Würde ich sagen, holen wir uns ein bisschen mehr XP, oder? Also dieser Armband oben rechts, der eingeblendet wird, das geht mir richtig auf den Zeiger. Warum kann ich denn das nicht ausblenden? Oh, ist es weg? Ist es weg? Ich hab's geschafft! Gott sei Dank. Einfach dieselbe Taste länger gedrückt haben. Ich stell's mir richtig vor, er läuft dann durch die Gegend einfach mit der Armband. Wird schon passen. Was war denn Charme nochmal? Wir konnten da nicht angreifen, glaube ich, oder? Natürlich schon wieder viel zu überlevelt. Ach ja, gegen Zubat haben wir schon einen Elektro raus. Ach nee, ich habe leider keinen Mittel. Egal. Ist der Absorber bei Zubat nicht anders? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Hast du wieder verloren, ne? Ja, musst du wohl mehr trainieren. Wusstest du eigentlich, dass das Ganze oben von... Dass das ganz oben in einer Teamliste aufgeführte Pokémon... Ja, das wusste ich, dass das als erstes kommt. Man mag es kaum glauben, aber das stimmt. Wie ein Starrer, Lili. Oh, nö. Detlef. Also die Namen machen mich echt fertig. Moment, das ist Käfer-Pokémon, oder? Ich kann mich gar nicht an das Ding erinnern. Was ist denn das? Ja, ist ein Käfer. Ist die Frage, ist das jetzt... Effektiv kann natürlich sein, ne? Ja, macht auf jeden Fall ein bisschen mehr. Das schaut schon seltsam für ein Käfer-Pokémon aus. Nee, das war's. Nur ein Pokémon?
Einfach direkt weiterkämpfen. Weil meine Pokémon ja noch nicht OP genug sind. Ich bin mir wirklich nicht sicher, was Level 16 oder Level 18, wo die sich entwickeln, die Starter. Ach nee, die haut jetzt wieder 4 Level 4 raus, oder? Knospi. Was mich ein bisschen wundert, mein Freund bzw. Rivale, warum der mit seinem Pflanzen-Pokémon keine Pflanzen-Moves eingesetzt hat im ersten Kampf. Kann ich echt nicht nachvollziehen. Glaub sogar, ich könnte ein Pflanzen-Pokémon mit dem Darin mit Rackwacknarre umlegen. Was soll's. Nehmen die XP jetzt einfach mal mit. Reicht einer? Oder brauche ich noch einen? Nee, easy. Wieder ein Bibizer. Nee, Bibizer. Ich sag die ganze Zeit Bibizer. Das wird wieder ein komischer Run. Ich sehe es jetzt schon, am Ende benutze ich sowieso nur meinen Plänfer und die Entwicklung. Irgendein anderes Pokémon wäre mal interessant. Irgendein Käfer-Pokémon oder so. Aber ich weiß ja nicht, inwiefern das hier zeitabhängig ist. Bulldose Schutz, nice. Du bist kein Käfer-Pokémon, geh weg. Direkt das nächste. What? Ich bin wahrscheinlich einfach direkt hinterher geflogen. Soll ich mir irgendein Gesteins-Pokémon noch dazu holen? Das wird natürlich auch Sinn machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier gibt es keine anderen Pokémon, aber es kann eigentlich gar nicht sein. Na, sieh mal einer an, du hast deinen Poketch. Du bist aber als Trainer noch ziemlich gut in deinen Ohren, wie? Aber das ist nicht weiter schlimm. Hauptsache dein Herz schlägt für Pokémon. Und daher schenke ich dir diese TMs. Oh, nett. Was ist es denn? Kampfattacke Zertrümmerer. Außerdem war ich zu frei, die App VM-Attacken auf deinen Pokémon zu installieren. Stell dir vor, du triffst einfach mal einen Fremden, der irgendeine App auf deinem Handy installiert. Wenn du über die App VM-Attacken die Attacke Zertrümmerer aus, kannst du so... Ah, okay.
wir doch gleich mal. Das könnte jetzt natürlich bescheuert sein, weil ich kann diese App nicht leiden. So, wie funktioniert das jetzt? Bitte sag mir nicht, ich muss das jetzt immer so aktivieren. Das wird mich richtig an. Oder muss ich das jetzt irgendwas... Was? Bring muss erstmal irgendwann bei, oder? Nicht erlernbar. Nee. Das ist natürlich schlecht. Also brauche ich jetzt irgendein kleines Pokémon erstmal. Aber ich kann doch Zertrümmerer erst benutzen, wenn ich den ersten Arenaleiter habe, oder? War auch bei VMs immer so. Oh nee, kein Shinyx. Ja, Tatsache. Ich werde es wahrscheinlich erst nach der ersten Arena benutzen können. Schade. Heidi. Also bei den Namen haben sie mir echt keine Mühe gegeben. Sorgen sollen? Wenn die schon Enton raus hat, dann kann das Elektro-Pokémon. Dann geht's wenigstens ein Ticken schneller. Ein Enton wäre auch cool im Team. Na, kein One-Shot, what? Ach so, mein Carpador wird mit. Das ist alles, was zählt. Weißt du, man kann eine Niederlage irgendwie feiern, eigentlich nicht, ne? Das mit dem VM ist blöd. Gab es da drin tatsächlich keine Gesteins-Pokémon? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Da muss doch irgendwas sein. Ich laufe jetzt noch ein paar Mal hin und her, wenn da nichts eingreift. Kann mir das gar nicht vorstellen, dass da keine Gegner drin sind. Das macht halt einfach keinen Sinn. Nö, scheint tatsächlich, dass hier keine Pokémon drin sind. Wenn er richtig geht. Nicht mal Zubats, wo sich sonst immer zu Tode angreifen. Herzeding, eine Stadt voller Energie. Okay. Also Trainer, hör mal, wenn du ohne einen einzigen Orden daherkommst, werden die anderen Trainer dich nicht für voll nehmen. Damit das nicht passiert, zeige ich dir jetzt erstmal, wo die Arena hier zu finden ist. Ach, da ist er ja schon. Da wartet ja schon jemand. Das ist der Typ vor der Arena da, dein Freund, der macht einen ganz schön ungeduldigen und hibbeligen Eindruck. Ja. Ist es ja. Lass es mal wieder langsam angehen lassen, Logi. Ich dachte schon, du kämpfst gar nicht mehr. Da hat sich der Arenaleiter wohl auch gedacht,
denn der ist schon lange wieder weg. Oh nö. Er meinte aber, er wollte zur, oh ja, zur Erzelingmine. Ja, mein Orden ja bereits, da ist mir das ziemlich egal. Na danke. Vielen lieben Dank, Jochen. Ich bereue es jetzt nicht mehr, dass ich dich Jochen genannt habe. Den Namen hast du richtig verdient. Sollte hier jemand auch Jochen heißen, es tut mir leid. Hey, was, wo geht's da runter? Was ist da unten, wenn die es so verteidigt? Komisch. Das oben das Link-Ding war von damals, ist klar, aber das andere? Was ist das? Bergbaumuseum? Ach nee. Na, ich habe halt leider kein Zitronen-Pokémon. Was ist mit euch los? Warum geht ihr nicht in der Erzlingmine etwas trainieren? Ja, das hatte ich vor, ich brauche sowieso ein Gesteins-Pokémon. Okay. Die Förderung der Kohle an die Oberfläche ist vollautomatisiert. Da wird man sich nicht mehr in den Rücken krumm. Die Augen deiner Pokémon strahlen ja richtig. Dieser Anblick macht mich wirklich glücklich. Hier, das möchte ich dir schenken. Oh, ein Superball, cool. Aber hör bitte auf, meine Pokémon anzubaggern. Pokémon bleiben immer in ihren Pokébällen, nicht wahr? Deshalb denke ich vor allem, fang darüber gut nach, welchen Ball ich verwenden sollte. Naja, am besten Meisterball auf dem Carpador, würde ich sagen, oder? Sein, dass es hier Gesteins-Pokémon gibt. Achso, das waren die Dinger, wo man mit einer VM später hochkommt. Das Gefälle ist zu rutschig, du brauchst ein Fahrrad, um es zu bezwingen. Du hast kein Fahrrad? In Ewigenau gibt es ein Fahrradgeschäft. Ja, das kostet dann wieder ein Vermögen, weil ich keinen Coupon habe, ich weiß schon. Und es ist ein Pokéball, aber hier gibt es sicher Gesteins-Pokémon, dass ich weiterkomme. Wenn denn irgendwas angehört. Na, sag ich doch, einen kleinen Stein. Also die Pokémon aus der ersten Gen kenne ich alle beim Namen, aber irgendwo hört es dann auch auf. Da fällen mir den Namen noch nicht mehr ein. Okay, das könnte jetzt eine Weile dauern, weil ein Wasserknarre überlebt er nicht, oder? Oh Gott. Oder? Überlebt er eine Wasserknarre? Ich glaub's nicht. Ansonsten werfe ich einfach normale Pokebälle auf den nächsten. Ne, überlebt er nicht, keine Chance. Oh, ein neues Kleinstein. Na, das ist schon das nächste. Dann böller ich da jetzt einfach ein paar Pokebälle drauf und gut ist. Wird schon klappen. Ich muss nur ans Herz der A-Taste denken. Dann klappt das schon. Den Prämie bald drauflappen. Ich glaube, ich habe auch noch einen Promo-Code bekommen, weil ich gepreordert habe. Das heißt, ich kriege auch noch Flottbälle. Okay. Kleinstein, du bekommst den besonderen Ball. Sei froh. Nein, du kriegst keinen Spitznamen. Das habe ich ja sowieso ausgeschaltet. So. Der kann nämlich jetzt auch zertrümmern dann. 98. Einsetzen. Steinpolitur, what? Ja, der eine gleich kann weg. So defensiv zocke ich nicht. Das
So, jetzt müsste ich ja den Zertrümmerer einsetzen können. Oder ist es wirklich jetzt an... Ich hoffe es nicht, bitte nicht. Okay, das geht nicht. Ich dachte, das ist ein Stein. Sonst habe ich jetzt hier nichts übersehen, oder? Ich könnte jetzt zwar in alle Gebäude rein, aber ich glaube nicht, dass die irgendwas für mich haben. Macholo gegen Abra tauschen, wenn ich eins hätte, ja. Ich will unbedingt einen Abra. So geht es jetzt oder nicht? Irgendwas. Ich bin ein bisschen verwirrt, warum geht denn das nicht? Wählst du über die App VM-Attacken die Attacke zu Tumor aus, kannst du so lästige Felsen aus dem Weg räumen. Ja, ich brauche den Orden. Ich komme hier nicht durch, oder? Oder habe ich jetzt irgendwas wieder übersehen? Ich kann mich halt gar nicht mehr hier ran erinnern. Oder war hier noch irgendwo ein Weg? Ah, Tatsache. Jeder ist stolz auf die Mine. Hier liegen doch sicher irgendwo Pokebälle rum, oder?